Hey, wir sind's wieder, Toms Motorradshop aus Weinheim. Ich bin der Joel. Wer unser letztes Video noch nicht gesehen hat, da ging es um den Titan Evo. Den Link dazu findet ihr hier. Und heute dreht sich bei uns alles um Helme. Viele Kunden kommen zu uns in den Laden und haben Probleme mit ihren Helmen. Am meisten ist es dann so, dass es nur Kleinigkeiten sind, die dann auch schnell behoben sind. Da stehen wir euch natürlich auch gerne zur Seite. Allerdings kann man das auch selbst erledigen, wenn man nur weiß wie. Und genau aus dem Grund wollen wir das euch heute ein bisschen näher bringen und euch die häufigsten Probleme und Lösungen zeigen. Ja, da geht es jetzt beispielsweise um das Visier, das Pinlock-Visier und das Herausnehmen des Innenfutters. Dabei gibt es dann noch Unterschiede bei den verschiedenen Herstellern. Deshalb haben wir hier vier verschiedene Beispiele. Hier haben wir jetzt einen Helm von HOC, das ist der RV10 Plus. Das Dekor heißt Green Mamba. Und wer jetzt schon mal was hatte, dass das Visier verkratzt war und das nicht mehr richtig geschlossen hat, dann zeige ich euch jetzt, wie ihr euer Visier wechselt. Und zwar geht ihr hier unten in die vorgesehenen Vorrichtungen. Da klickt ihr rein, dann hört ihr das Klicken links und rechts. Dann geht ihr in die allerletzte Stellung und könnt es rausheben. Und genauso macht ihr es auch wieder rein. Ihr geht in die letzte Stellung auf beiden Seiten, geht dann mit den Handgelenken an die Visiermechanik, drückt dagegen und hört wieder das Klacken links und rechts. So, dann geht ihr in die letzte Stellung wieder nach ganz unten und dann ist das Visier wieder drin, wie es sein soll. Falls euer Visier mal beschlägt, dann braucht ihr auf jeden Fall ein Pinlock-Visier. Für das Pinlock-Visier müsst ihr genauso das Visier ausbauen, so wie ich es eben euch gezeigt habe, links raus. Und rechts raus. Wir haben dazu jetzt einen Helmring. Ihr könnt daheim beispielsweise eine Decke benutzen oder ein Kissen. Hauptsache es liegt auf was Weichem, was das Visier nicht zerkratzt. Dann braucht ihr das Pinlock-Visier. Haben wir schon vorbereitet. Die Gummilippe ist da, wo nicht die Schutzfolie ist. Die Schutzfolie, wie ihr sehen könnt, schiebt ihr dann ein Stückchen zurück, macht das ab. Und dann müsst ihr das Visier etwas spreizen. Die Gummilippe nach unten, in die linke Seite hinein, das dann einführen. Dann kreist ihr mit den beiden Enden, sodass die Luft sich unter dem Polster gut verteilt und nirgendwo offene Flächen sind. Dann guckt ihr nochmal nach, ob alles gut dran ist. Dann könnt ihr dann die Schutzfolie entfernen und wie ihr seht, es beschlägt nicht. Dann genauso das Visier auch wieder einbauen, wie ich es euch gezeigt habe. In die letzte Stellung. Links reingeklipst und rechts reingeklipst. Dann geht ihr wieder nach unten und das Visier ist ab jetzt dicht. Wer seinen Helm auch mal eine längere Zeit trägt oder längere Zeit getragen hat, der weiß, dass das Polster auch mal porös werden kann oder je nachdem auch mal stinken kann. Da wollen dann auch viele Leute das Polster herausnehmen und auch mal waschen. Und da ist es halt dann der Vorteil, dass bei vielen Herstellern das Innenpolster auch rausnehmbar ist, so wie bei HOC. Dazu müsst ihr das ausbauen. Und genauso. Es hat hier drei Clips an den Wangenseiten, das ist auswechselbar. Vorne, an der Seite und ganz hinten. Da ist der Verschluss mit drin, den müsst ihr vorher herausziehen. Und hier unten könnt ihr es dann ganz einfach rausziehen. Genauso geht es dann auch auf der rechten Seite. Es hat drei Clips, genauso. Erster, zweiter und hier hinten ist der dritte. Das dann genauso hier an der Seite rausziehen. Und dann habt ihr das zweite Wangenpolster genauso. Hier sind jetzt so Clips und da kommen dann die Plastikstifte aus dem Innenpolster rein. Auf der rechten Seite, linke Seite war das jetzt. Und hier auf der rechten Seite, hier sind die Clips. Da kommen die Plastikstifte von dem Innenpolster rein. So, da sind nämlich auch nochmal zwei Clips dran.
Und vorne an der Stirn ist es noch festgemacht. Das könnt ihr auch noch rausziehen. Und dann könnt ihr das komplette Polster wechseln, sodass der Helm ohne Polster ist. Das könnt ihr dann waschen und habt dann wieder ein frisches Polster im Helm. Unser Beispiel für Shoei ist der NXR. Und zwar ist es bei dem eigentlich ganz ähnlich wie beim HJC. Und zwar habt ihr genauso hier einen kleinen Hebel, den betätigt ihr. Und dann könnt ihr hier an der Seite das Visier rausziehen. Und auf der anderen Seite genauso. So. So, das Ganze müsst ihr natürlich wieder einbauen. Das geht genauso. Oben ansetzen, reinklicken und auf der rechten Seite genauso. Klick. So. Einmal hoch und runter, dass man sich sicher ist, dass es fest ist. Und es ist fest. Für Shoei gibt es natürlich auch ein Pinlock-Visier, da müsst ihr aber aufpassen. Bei den verschiedenen Herstellern gibt es da verschiedene Variationen, die haben dann spezielle Kennungen. Bei dem ist zum Beispiel CWR1. Dazu müsst ihr natürlich genauso wieder das Visier abmachen, so wie ich es euch eben erklärt habe. Links und rechts. Wieder auf, entweder wenn ihr eben einen Helmring habt oder auf ein Kissen oder eine Decke. Hauptsache es ist was Weiches, dass es nicht zerkratzt wird, genau. So, dann habt ihr hier wieder das Pinlock-Visier, genauso die Schutzfolie drauf, die an der Seite abziehen. Rechts und links. Und auf der unteren Seite ist dann die Gummilippe, die das Ganze dicht macht. So. Dann müsst ihr das Visier ein bisschen spreizen. Und auf der linken Seite einführen. Hier oben an der Kante entlanglegen. Und in der rechten Seite dann einspannen. So. Kreisende Bewegung machen, dass man sich sicher ist, dass es genau drin ist. So, dann zieht ihr die Schutzfolie ab. Und dann seht ihr gleich, es ist dicht. Natürlich hier auch, wenn ihr den Helm ein bisschen länger getragen habt, der Schweiß ein bisschen eingedrungen ist in das Polster, wollt ihr es natürlich auch mal wechseln, natürlich auch waschen. Dann drehe ich den Helm mal um. So, das könnt ihr genauso rausklipsen. Das ist an drei Clips festgemacht. Einer vorne, einer in der Mitte und einer hinten. Und hier an der Seite wieder rausziehen. So, dann habt ihr das erste. Dann hier genauso. Einer da in der Mitte. Und der ganz hinten. Und dann könnt ihr es wieder rausziehen. So. Wer es nicht weiß, bei Shoei sind hier vorne kleine Laschen dabei. Das ist, wenn ihr einen Unfall habt für den Sanitäter oder je nachdem Ersthelfer, wer da dran ist, dass er die Wangenpolster schnell rausziehen kann. Dient zur besseren Helmabnahme. So, dann gibt es hier hinten noch dieses Kopfpolster. Das könnt ihr genauso rausmachen. Da würde ich allerdings hier vorne aufmachen, dass ihr ein bisschen mehr Platz hier vorne habt. Das zieht ihr dann hier vorne aus der Verankerung raus. Hier ist noch das Kopfpolster. So, jetzt habt ihr alles ausgebaut. In dem Helm ist nichts mehr drin. Und das könnt ihr jetzt waschen. Danach habt ihr wieder ein frisches Polster. Das war jetzt unser erster Teil des Helmguides. Der erste war jetzt über HJC und Shoei. Die Helme könnt ihr selbstverständlich bei uns im Laden kaufen oder auch in unserem Online-Shop. Zubehör gibt es genauso dafür, die Visiere und Innenpolster und genauso auch die Pinlock-Visiere. Und dann würde ich sagen, jetzt geht's weiter zum zweiten Teil unseres Guides mit Schubert-Helmen und X-Light-Helmen. Dankeschön, tschüss!